Hallo, mein Name ist Matthias Vilus von der Vilus TV Partner GmbH. Ich möchte Ihnen heute in diesem Video ein neues Feature in der WinTube 3D Plus Version 2024 und Punkt 127 zeigen. Und zwar ist es jetzt möglich, im Tübingschalenassistenten automatische normalkraftabhängige Momentengelenke in den Längsfugen der Tübinge generieren zu lassen. Die Implementierung erfolgt nach den Empfehlungen des Deutschen Ausschusses für unterirdisches Bauen e.V., den meisten ist er unter dem Kürzel DAUB bekannt. Auf deren Webseite findet man die Empfehlungen und den entsprechenden Text. Also das ist dann dieses Dokument, das Sie hier finden. Und der Längsfugenteil fängt eben hier an im Punkt 5.4.1. Hier wird ein Stabwerksmodell beschrieben. Der WinTube generiert Ihnen allerdings ein analytisch gebettetes Schalenmodell, so ähnlich wie es hier unten abgebildet ist. Hier steht zur Berücksichtigung der Verdrehsteifigkeit in der Längsfuge und zur Erfassung der daraus resultierenden Momenten übertragen, werden im Rechenmodell an diesen Stellen nichtlineare Drehfedern angeordnet. Die zugehörigen nichtlinearen Federkennlinien bilden das Moment in der Längsfuge in Abhängigkeit von der vorhandenen Verdrehung und der wirksamen Ringnormalkraft ab. Die Bestimmung dieser Federkennlinien erfolgt in der Regel nach dem Rechenmodell von Leonhard Reimann. Betongelenke ist es. Gut, im Folgenden ist dann auch noch eine kleine Skizze gegeben von diesem Gelenkaufbau in der Längsfuge und die Formelzeichen hier angegeben und am Schluss ist hier auch noch die Leonhard-Reimann-Kurve wiedergegeben. Der WinTube generiert also diese Momentenkennlinien analog zu dieser blauen Kurve, zu dieser nichtlinearen Kurve. Lassen Sie uns gleich mal ansehen, wie das im WinTube direkt aussieht. Dazu starte ich den WinTube, wie üblich. Wichtig ist jetzt hier, dass wir ein dreidimensionales Modell starten, denn der Tübingschalenassistent ist nur im 3D-Modellen dann auch im Menü verfügbar. Die Überschriften und die Anmerkungen, wenn Sie die freilassen hier, dann schreibt der Tübingschalenassistent hier seine Anmerkungen mit rein. Also ich lasse die mal absichtlich frei. Dann starten wir den Tübingen-Assistenten wie üblich unter Extras Tübingschalenassistent. Im Assistenten wählen wir dann eine 3D-Schale gebettet, also analytisch gebettet. Das sollte das Standardmodell sein für eine Bemessung. Im Tab Abmessungen Material gibt es ja schon Voreinstellungen. Wichtig für uns sind Außenradius, Innenradius. Aus der Differenz ergibt sich die Tübingendicke zu 40 cm, die Breite der Tübingenringe, die Anzahl der Quadreihen pro Ring, also pro dieser Breite. Das ist alles im Prinzip der alte Tübingen-Wizard auch schon gewesen. Neu ist jetzt hier bei den Fugenkontaktflächen dieses Häkchen implizite Stabgelenke in den Längsfugen verwenden, um die Längsfugen normalkraftabhängig zu machen. Das ist standardmäßig angehakt und sollte der neue Standard werden. Dann geben wir hier bei der Kontaktflächenhöhe noch die Breite des Gelenkhalses ein, also 40 cm Tübingendicke, davon 20 cm Kontaktfläche. Bei den Längsfugen, die man ja hier die Winkel einfach eingibt, lasse ich die Voreinstellung. Bei den Schubdübeln genauso. Bei der Anzahl der Ringen, da möchte ich jetzt vielleicht nur mal drei, der Einfachheit halber, nur drei Ringe generieren lassen in verschiedenen Verdrehungen. Die Gruppennummervergabe lasse ich auch auf Voreinstellung und drücke jetzt einfach mal auf OK. Der Tübingen-Schalenassistent gibt uns dann hier in der WinTube-Textausgabe seine Hinweise an. Ich zeige Ihnen aber auch, dass er die in den Dateieigenschaften mit eingetragen hat. Also hier finden Sie diese Hinweise. Da ist eben vor allem wichtig, hier die zugrunde liegenden Rechenparameter, die er gewählt hat. Die Gelenkhalsbreite ist hier nochmal angegeben.
die Kontaktflächenlänge Anteil je implizitem Stabgelenk, das heißt 2 Meter Tübingringbreite geteilt durch 10. Dann haben wir hier den Tangentenmodul und wir haben noch einen Hinweis auf das unendliche System. Das heißt, das wird durch spezielle Art von Kopplungen hier realisiert. Und die Software MSHA gibt hier eine Warnung, weil die also das Momentengleichgewicht verletzen können. Aber das wollen wir, also genau das wollen wir haben. Das heißt, die Software MSHA-Warnung, die nachher auftritt, können wir ignorieren. Hier beim Bauwerk gebe ich am besten noch eine aussagekräftige Beschreibung an, Längsfugen normalkraftabhängig, denn das sind ja die Überschriften in der grafischen Ausgabe. Schauen wir uns mal an, was WinTube hier generiert hat. Also er hat in den 10 Reihen, hat er jetzt die einzelnen Tübingsteine hier verbunden. Und zwar, wenn ich da näher hinzoome, dann sehen Sie hier ein Stab. Das ist das Symbol für einen Stab. Wir können den auch selektieren und die Eigenschaften anzeigen lassen. Der Stab hat einen Querschnitt. Der Querschnitt entspricht der Tübingdicke und der jeweils links und rechts der halben Einflussbreite. Die gesamte Gelenkwirkung ist also in diesem Stabendgelenk drin konzentriert. Und dieses Stabendgelenk, das verweist eben jetzt, also da ist jetzt kein vollständiges Momentengelenk eingetragen, sondern es ist ein Verweis angegeben auf die Arbeitslinie Nummer 101, die uns der Tübing-Assistent automatisch generiert hat. Die möchte ich Ihnen jetzt noch zeigen. Die ist nämlich hier bei Materialien Stabquerschnitte mit drin. Da finden Sie diese Arbeitslinie. Und in dieser Arbeitslinie sind dann eine ganze Kurvenschar von Momentenkennlinien drin für eben verschiedene Normalkraftlevels. Wenn ich mal hier ein Beispiel aufmache, dann sehen wir hier die Momentenlinie für den Normalkraftlevel von 64%. Wir sehen hier dieser Knoten ist das Ende des linearen Bereichs. Wir sehen die zugehörigen Werte und ab hier wird halt hier fein abgestuft, damit die Kurve gut nachgefahren wird, diese Leonhard-Kurve entsprechend generiert mit den einzelnen Werten. Wenn wir uns mal hier so eine andere Kurve anschauen für einen anderen Normalkraftlevel, also hier haben wir 1% von Normalkraftlevel, dann sieht die Kurve natürlich entsprechend enger aus und die Werte sind natürlich auch vollständig andere. Ähnlich haben wir das gemacht für die Querkraftgelenke. Also an der Längsfuge ist nicht nur ein Momentengelenk, sondern auch ein Querkraftgelenk eingefügt worden. Dort ist es so, dass im Prinzip nur diese beiden Levels hier maßgeblich sind. Und wir können eben sehen, dass bei 81% Normalkraft hier die übertragbare Querkraft auf 615 Kilonewton eben begrenzt wird. Das entspricht dann einem Reibbeiwert von 0,5. Last but not least wird auch eine Normalkraftgelenkwirkung eingebaut und die sieht relativ einfach aus. Die hat also einen konstanten hohen Wert im Druckbereich, damit die Druckkräfte übertragen werden und sobald wir in den Zugbereich reinkommen, fällt diese Steifigkeit eben ab auf 0. Das heißt, wir haben damit eine Zugausschaltung in der Fuge realisiert. Machen wir mal die Flächendicken vielleicht hier. Dann zeigen wir uns, wir können auch vielleicht mal ein bisschen Perspektive einstellen. Okay, jetzt drücke ich mal auf den Berechnen-Knopf von der Sophistic. Dann muss ich noch einen Dateinamen angeben. Ich bin schon im richtigen Verzeichnis. Sage ich Speichern. Und starte die Berechnung gleich mal. Ah, da ist die eine Warnung im Software MSHA wegen der Kopplungen. Der Assistent legt ja zwei Beispiellastfälle an, einmal nur unter Eigengewicht und einen zweiten Rechenschritt mit Erddruck und Wasserdruck. Sie können natürlich, wie im WinTube üblich, beliebig viele Rechenschritte noch definieren und Lasten eingeben. Der Assistent erzeugt Ihnen ja ein ganz normales WinTube-Modell, das Sie ganz normal weiter bearbeiten können. Genau, Berechnung ist durchgelaufen. Der WinTube hat schon eine Vorlagendatei
und Ergebnisplots eben angefordert. Die können wir uns jetzt hier im Report mal ansehen. Wir finden also in dem einführenden Text hier oben die Hinweise, die er geschrieben hat. Da sind eben auch nochmal Gelenkhalspreise, Kontaktflächenlänge und solche Sachen hier wiedergegeben. Wenn Sie das nicht ausdrucken wollen, können Sie das hier einfach das Buch schließen. Haben ein kleines Vorschaubild. Und Sie bekommen vor allem jetzt hier zur Kontrolle die Arbeitslinien ausgedruckt. Die Sophistic druckt Ihnen die Kennlinien für das Moment, für die verschiedenen Normalkraftlevel auch numerisch aus. Aber es findet sich auch hier eine grafische Ausgabe, wo Sie diese ganze normalkraftabhängige Momentenkurvenschar hier für die verschiedenen Normalkraftlevels hier wiederfinden können und dann entsprechend auch kontrollieren können. Sie finden hier auch die Arbeitslinie für die Querkraft. Sie sehen, dass bei verschiedenen Normalkraftleveln eben auch immer 0,5 mal die Normalkraft sozusagen die Querkraft gekappt wird. Last but not least hier die Arbeitslinie für die Normalkraft, im Druckbereich eine Steifigkeit und im Zugbereich, also sobald wir in den positiven Bereich kommen, eben 0 für die Zugausschaltung in der Längsfuge. Jetzt schauen wir uns einfach mal die Ergebnisse ein bisschen an. Wir haben die verschobene Struktur ausgegeben, hier hinten. Wir haben die Bettungsspannungen ausgegeben, die tangentialen Bettungsspannungen. Die können Sie auch ausschalten, wenn Sie wollen. Wenn ich jetzt mal die Momente mir anschaue, sehe ich ja, dass hier zum Beispiel, wo der durchlaufende Tübing ist, größere Momente abgetragen werden als hier, wo die Längsfuge sozusagen die Momente begrenzt. Dadurch gibt es natürlich zusätzliche Verschiebungen in die Bettung rein und aus den erhöhten Bettungskräften, die ja ringweise unterschiedlich sind, resultieren dann wiederum auch verschiedene Normalkräfte in den Ringen und eine unterschiedliche Verteilung der Normalkräfte. Das ist auch der Grund, da kann man das jetzt schön sehen, warum man auch eher ein Schalenmodell verwenden sollte für solche Tübing-Simulationen statt einem Stabzugsmodell, weil natürlich diese veränderlichen Lasten über die Tübingring-Breite ja im Stabwerk nicht erfasst werden würden. Es gibt noch mehr Voreinstellungen hier, wie man diese Voreinstellungen im WindTube sehr einfach einpassen kann. Das zeigen wir Ihnen in einem anderen Video in unserem YouTube-Kanal. Ich möchte noch mal kurz die Biegemomente hier als an den Schnitten durch die Quad-Elemente zeigen. Und da sehen wir, die Maximalwerte sind hier immer eingekastelt. Und wenn ich da ein bisschen näher rangehe, dann sehe ich hier ungefähr 2 und ja, dummerweise 82 oder 82 kN beim durchgehenden Tübing in der Sohle, 82 kN. Und hier ungefähr bei der Fuge wird dann das begrenzt beim benachbarten Tübing auf 38 kN. Wir können diese Gelenkwirkungen auch hier an den impliziten Stabgelenkreaktionen sehen. Das heißt, wir haben hier einmal die übertragene Querkraft VZ an den Stäben, an den Koppelstäben in den Längsfugen. Wir haben die Biegemomente an den Koppelstäben und die Biegemomente an den Gelenken. Die sind eigentlich interessanter, aber in der Regel ja die gleichen. 10,85 und dazugehörig dazu gibt es auch die Verdrehung in den impliziten Stabgelenken, also die Verdrehung in dieser Fuge. Die liegt jetzt hier im Maximum, hier hinten bei 3,16 Millirad. Jetzt möchte ich Ihnen noch zeigen, wie Sie die Kennlinien verändern können, auch ohne den Tübing-Schalenassistenten nochmal aufzurufen. Könnten Sie natürlich auch machen, aber Sie können auch hier, wenn Sie bei Neue Arbeitslinie die rechte Maustaste verwenden, dann finden Sie hier den Eintrag Normalkraftabhängige Stabgelenk generieren. Das können Sie auch, wenn Sie keine Tübings rechnen, sondern tatsächlich ein echtes Betongelenk rechnen wollen, eben verwenden. Und dann können wir hier unsere Werte auch händisch vorgeben, also zum Beispiel die Gelenkhalsbreite 0,2 oder vielleicht als Alternative mal 0,3. Pro Stab, also pro Koppelstab, ist der anteilige Breite der oder Länge der Kontaktfläche ist 20 cm, dann also Tübingbreite durch 10.
Sie können dann hier sich eine Betonfestigkeitsklasse auswählen und kriegen dann Tangentenmodul und maximale Fugennormalkraft eingetragen. Wenn Sie hier die Umschnürung wirksam machen wollen, dann können Sie auch die Normalkraft unter Umständen noch höher wählen. Dann können Sie diese Kennwerte auch explizit eingeben. Dann können Sie hier drin die Werte auch explizit editieren oder explizit vorgeben. Sie wählen dann entweder eine neue ESMAD-Nummer oder die zu beschreibende ESMAD-Nummer entsprechend aus. Also ESMAD-Nummer ist diese Arbeitsliniennummer. Sie sagen, für wie viele Normalkraft-Levels, also von diesem Wert bis 0 runtergezählt, die Kennlinien erzeugt werden sollen und ob Sie auch eine Reibungsfeder mit generieren wollen. Ja, die Voreinstellung der Daub wäre hier Reibbeiwert 0,5. Daub schreibt aber auch vor, dass man alternativ auch für bestimmte Lastfälle auch mal ohne Reibung das nachweisen sollte. Also das können Sie dann hier entsprechend einstellen. Für reine Betongelenke nach Leonhard könnten Sie auch hier das räumlich betrachten. Das heißt, Sie könnten auch, wenn Sie dieses Häkchen ansetzen, dann werden die gleichen Werte hier sozusagen nochmal umgekehrt verwendet für die MZ-Kennlinien. Dann können Sie praktisch ein räumliches Betongelenk generieren. Und wenn Sie auf OK drücken, kriegen Sie praktisch die neuen Kennlinien hier definiert. Ja, zur Kontrolle gibt es noch eine kleine Anmerkung von mir. Natürlich sind die Werte bei den Momentenkennlinien, die der Windhub generiert, wie das bei finiten Elementen, es ist ja elementiert, üblich ist, also nicht normierte Werte, sondern tatsächliche echte Momente, die auch praktisch pro Stabgelenk angegeben sind. Das heißt, wenn Sie das jetzt sozusagen mit der Kurve aus den Daub-Empfehlungen vergleichen wollen, dann müssen Sie die dortige normierte Kurve noch eben umrechnen auf die tatsächlichen Einflussbreiten und die Anzahl der Gelenke, die pro Längsfuge drin sind. Ja, dann wünsche ich Ihnen viel Spaß beim Ausprobieren. Die Version können Sie auf unserem Download-Server über das FIDES Service Center wie üblich runterladen. Für Fragen und Anregungen stehe ich Ihnen unter der oben angegebenen Telefonnummer gerne zur Verfügung. Vielen Dank für Ihr Interesse. Bis zum nächsten Mal.